Was wir machen wollen ist, wir wollen eben genau diese tiefen Runs, also diese überraschenden weiten Läufe von deutschen Mannschaften in europäischen Wettbewerben ranken. Ja. Also Szenarien. Also Underdog-Runs. Wir kommen jetzt sicher an mit Bayern Champions League. Nein, natürlich. Es geht jetzt überraschende. Geht um Underdogs und auch nicht nur um Champions League, also Europa League auch zugelassen. UEFA Cup, UI Cup. Genau. UI Cup. Jeder von uns hat jetzt. Stuttgart mal gewonnen? UI Cup? Ich glaube, Stuttgart hat mal den UEFA Cup gewonnen. Stuttgart hat den UEFA Cup gewonnen? War das der Verlierer-Cup? Ja, 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 genau. Nee, das war einfach der UEFA Cup gewesen, okay. Für die Bayern. Ja, der Cup, also, der Verlierer. Also im Prinzip hat jetzt jeder von uns eine persönliche Top 5 der besten Underdog-Runs von deutschen Mannschaften im Europapokal. Und ich verspreche, ich habe nicht 3 Eintracht-Cases dabei. Warum nicht? Put your money where your mouth is. Ich habe nur gesagt, es sind nicht 3. Soll ich mit meiner 5 anfangen? Jetzt habe ich schon angeteased. Ja, yeah, let's go. Meine 5 ist der Run ins Halbfinale von Eintracht Frankfurt 18-19. Ende gegen Chelsea, Elfmeterschießen. Vorher einen unglaublichen Trip durch Europa gehabt. Mailand in der Gruppenphase, Rom, Marseille, Lissabon, dann später in der K.O.-Phase. Gegen Lissabon schon raus gewesen. In Mailand Luka Jovic, der früh das 1-0 macht. Kevin Trapp hätte einen Elfmeter. Dieser Run mit der Büffelherde, die am Ende keine Büffelherde mehr war. Sebastian Allaire fehlte, Rebic war angeschlagen. Wer weiß, ob man Chelsea nicht wirklich hätte schlagen können. Allaire hat sein Comeback gegeben in diesem Spiel und eine große Chance liegen gelassen, leider, wo ich bis heute darauf schwöre, wenn der Mann vorher auch nur ein Spiel macht, macht er da in der Verlängerung die Führung für die Eintracht und dann müssen wir nicht ins Elfmeterschießen und dann muss Martin Hinteregger nicht zum tragischen Helden werden. Aber für mich Eintracht 18-19, das erste Mal seit 3 Generationen als Eintracht-Fan, die Luft, die dünne Luft Europas, wenn man weit oben ist, schnuppern, das war groß. Also ich habe die Eintracht nur einmal reingepackt, deswegen musste ich mich irgendwo entscheiden. Und da gab es einen anderen One, der den noch ein bisschen übertrumpft hat. Ja. Ja. Meine Nummer 5 ist Hannover 96 in der Europa League 2011-12. Ja, die sind damals bis ins Viertelfinale vorgestoßen, sind da auch tatsächlich nur am späteren Titelgewinner Atletico Madrid gescheitert. Haben fantastisch gespielt, das war ein richtig geiler Run, die haben Spaß gemacht, das war die hier Yakunan, Mamdjouf-Phase, Mirko Slomka, der 10 Sekunden dann Abschlussfußball, ja. Das war eine coole Mannschaft, die waren Ten sympathisch. Seconds or less. Und Hannover war auch ein, weil das war ja das Hannover-Europäisch-Spiel, war ja schon ein Riesending, die waren wirklich ein Underdog im besten Sinne. Du warst richtig begeistert in dem Jahr, oder, von Hannover? Ja, ich bin da richtig mitgefiebert. Wir haben darüber schon häufiger geredet über diesen Run. Für mich war das echt ein tolles Jahr, ich habe da als Außenstehender mitgefiebert und ich erinnere mich da auch an ein wunderbares Tor, glaube ich, von Lars Stindl gegen Kopenhagen, was bei mir noch im Kopf eingebrannt ist. Also, das war eine coole Hannover-Mannschaft. Das war eine geile Truppe, bin ich auch mit dabei. Finde ich gut, dass auch sowas mit dabei ist. Bei mir sind es halt wirklich am Ende nur Dinge geworden. Ich gucke gerade mal, also Halbfinale musst du schon geschafft haben. Bei mir war da, also der Run musste schon lang sein, aber klar, Hannover war eine Riesenaußenseiter. Das war ja Quali, Gruppenphase, 16. Achtelfinale, 16. Viertelfinale. Sogar. Ja, das war streng genommen. Okay. Ist ein tiefer Run. Also, mit meiner 5, da finde ich den Run halt gar nicht so krass. Aber was die in der Gruppenphase geschafft haben, war umso krasser. Und am Ende trotzdem noch ins Finale auch gekommen. Und zwar Dortmund 2012, 2013 bis ins Finale. Weit unten. Das ist deine 5? Ich finde die anderen krasser. Echt? Weil der, also Donetsk, Malaga. Haben die nicht in dem Jahr Real gefickt? Und dann Real, ja, das war das Krasse. Aber es war in der Gruppenphase quasi das Einzige. Die Gruppe war krass mit dem spanischen, englischen und niederländischen Meister. Was sagen wir, war doch Ajax, City und Real, oder? Genau. Das war eine richtige Mördergruppe. Ja, es war eine Mördergruppe. Dann kam Donetsk, schwer getan, Malaga. Sehr schwer getan. Dann, ja, war knapp. Dann das Real-Ding. Das Real-Spiel. Und Bayern. Ich finde, die anderen waren halt noch krassere Ausländer. Ich bin auch sehr gespannt. Weil Dortmund war eine sehr gute Mannschaft in der Zeit. Dortmund war deutscher Meister. Aber ich finde, da war schon eine Zeit angebrochen im Fußball, wo die Abstände zwischen Top-Mannschaften finanziell auch so groß waren, dass für mich, dass diese Dortmund-Mannschaft bis ins Finale vorgestoßen ist, echt ein Riesending schon, war. Schon, aber für mich zählt halt auch noch, wie gut die dann halt im regulären Betrieb waren. Und wie gesagt, die waren halt gerade Double-Gewinner, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, in der Vorsaison, In der Vorsaison. Und wir können den Case gleich nochmal aufmachen, weil ich glaube, der wird hier noch ein, zwei Mal auftauchen. Ja, habe ich so ein bisschen muss das dabei Gefühl. Sein, klar. Aber für mich relativ weit unten. Platz 4. Ja, ich habe mich tatsächlich schwer getan, die nächsten dann zu ranken. Ja, doch, habe ich. Ich habe aber gerade Ich kann auch mit meiner 4 erstmal weitermachen. Nö, ich habe spontan umgeworfen. Und es ist ein Run, der eine ganz besondere Würze hatte, weil man einen Konkurrenten im Halbfinale besiegt hat.
Oh, Werder Bremen. Werder Bremen 2008, 2009. Es war die, es war das Ende auch eines von 2 oder 3 Jahren, wo ich immer das Gefühl hatte, dass eigentlich Werder das Potenzial hat, genau in diesem Wettbewerb bis ins Finale zu kommen. Man verliert dann gegen Donetsk, weißt du? Das ist auch no disrespect to Schachtjo, aber es ist halt so, ja, weißt du, Donetsk. Aber den alleine wegen der legendären Werder-Wochen, mit dem der SV Werder Bremen den HSV nachhaltig, ich sag mal, angeknackst hat, dieser Run und dieser Run Anfang bis ins vom Finale. Ende. Ja, von beiden. Ja, das sagt man im Hamburg aber wirklich. Ne? Ja, ja. Die Werder-Wochen waren der Anfang vom Ende. Also, das war ganz furchtbar. Bei mir ist das Ding hat sich für mich nicht qualifiziert, weil es für mich persönlich nicht unter die Underdog-Statuten gefallen ist. Werder ist damals aus der Champions League runtergekommen in den Europapokal, in den UEFA Cup. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, weil es sich für mich nicht ganz so underdoggy angefühlt hat. Ich habe Underdog ein bisschen anders interpretiert. Das hat dir jetzt gut gefallen, dass du underdoggy gesagt hast, ne? haben wir gesehen. Ich habe es ein bisschen anders interpretiert. Ich habe es mich ganz einfach nur so interpretiert. Wo waren deutsche Mannschaften lange nicht? Und wenn man Dortmund Rotterdam rausnimmt, dann, also das war ja auch schon 2001 oder sowas. Ja. Deutschland war einfach lange in diesem Wettbewerb nicht relevant und Werder Bremen. Lange nicht mehr, oder? Bis zu einer gewissen Eintracht, genau. Ja. Und Werder Bremen war, während die Fliege mich umkreist. Ich fand's richtig geil. Ich weiß noch, wie ich das Halbfinale geschaut habe. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass ich mit Werder gehalten habe in dieser Saison, in dem Wettbewerb. Ist einfach so. Halbfinale ist ein gutes Stichwort, denn weiter ging es für meinen Platz 4 leider nicht. Aber bis dahin war es eine verdammt coole Reise. Es war die Reise von Schalke 04 in der Saison 2010-11. Hast du auch? Auch Ort für 4, ja. Sehr gut. Das war, also, das muss ja Porto gewesen sein. Diese absolute, brutale Manuel Neuer. War das nicht der? Das war Valencia. War das Inter-Ding. Valencia und Inter, 5-2. Genau. Stankovic 6000 Meter Tor war früher, genau. Das war gegen den Titelverteidiger Inter. Ja. Dieses absurde 5-2, wo Edu das Spiel seines Lebens gemacht hat. War Valencia müsste auch gewesen sein. Valencia war die Runde davor. Ne? Die waren halt damals noch ein anderes Valencia, als es heute ist. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Die sind Dritter geworden in der Saison in Spanien. Aber dieser Run von Schalke und vor allem halt, also dieses eine Interspiel ist in meinen Augen halt einfach deutsche Fußballgeschichte. Und weil die halt so krasse Underdogs dann auch noch gegen United waren, wo sie ja echt gut gespielt haben, wo ja Neuer eins seiner besten Spieler aller Zeiten gemacht hat. Da war man ja noch irgendwie, da hat man die ja fast noch ärgern können, diesen Giganten. Im Hinspiel sah es ein bisschen da aus, Rückspiel war dann durch 4-1. Genau, Rückspiel da war ich ja im Stadion, da war dann nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen, aber es war trotzdem unter Ralf Rangnick ein absolut phänomenaler Run. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen in den nächsten Positionen, sonst schaffen wir nicht. Ja, meine 4 ist ja die gleiche, da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Ich habe Schalke aber auch auf Platz 3. Das ist ganz Doppel gut. Drinne? Mhm. Ja, klar. Schalke 1997. Oh, ja, natürlich einer der allergrößten Underdog-Runs aller Zeiten. Ich habe ihn nicht reingenommen, mein Fehler. Also, die sind 12. in der fucking Liga geworden in dem Jahr. Ja, ja, ja. Mit denen hat niemand gerechnet. Warum ich ihn nicht noch höher habe, ist, der Run war gar nicht so krass. Die haben sich ein bisschen durchgemogelt auch, Die haben sich durchgemogelt, zweitens echt keine Steigen. Da war irgendwie Teneriffa mit dabei. Ja. Und da ging es auch irgendwie in 1-1, 1-0. Ja, und das Finale wurde ja doppelt gespielt. Das war halt krass, weil Inter wurde 3. in der Serie A in dem Jahr. Und es war halt trotzdem aber die Sensation. Und es war ein saustarkes Inter von den Mannschaft, von den Spielern. Und ich saß noch zu Hause und hab gesagt, hab ich einen vergessen? Ja. Hab ich irgendeinen vergessen? Ja, Schalke 97, weil das war, die waren. Ich glaube, man kann einen Case dafür machen, sie noch höher zu setzen, aber ich finde, die beiden da drüben sind noch. Meine Nummer 3 ist nämlich der Europa League-Sieg von Eintracht Frankfurt. Das ist mein 3. Platz. Blasphemisch. Mein 3. Platz ist Schalke 11-12. Hatten wir schon drüber gesprochen und geil gewesen, unglaublich sympathische Mannschaft. Manuel Neuer im Tor, Kapitän seine letzte Saison und hat Bock gemacht. Dann soll ich das Ding umkippen oder machst du? Nee, ich mach die 2, weil meine 2 ist die Eintracht Europa League-Sieg letztes Jahr. Ja, und ich hab sie da jetzt geparkt, weil sie haben den Pokal gewonnen. Ich musste aber irgendwo überlegen, okay, wie trage ich dem Rechnung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Europa League und Champions League. Ja. Ja. Und da habe ich dann im Zweifelsfall mich für Mannschaften entschieden, die zwar ins Finale kamen, der Königsklasse, aber das nicht gewonnen haben. Ach so, da wollte ich nämlich gerade sagen. Es gibt doch einen Unterschied zwischen Finale gewinnen und Finale nicht gewinnen. Ja, aber es ist auch ein Unterschied, ob du ein Europa-League-Finale spielen musst oder ein Champions-League-Finale. Ja. Und ja, natürlich, Barca rauszuhauen, Riesen-Underdog, krass, West Ham auch krass, aber im Finale waren sie der Favorit. Boah, ja. Ja, gut, das sieht aber, da können wir ja nichts für. Ne? Nein, aber es geht hier um die größten Underdog-Geschichten. Ja. Europäisch. Also, Meine Nummer 2
Borussia Dortmund 2012-13. Das ist mein zweiter Platz. Ich find, das ist auch mein zweiter Platz. Wir haben alle die gleiche Nummer 1. Ja. Haben wir? Nee. Ja. Bin ich gespannt. Natürlich. Mein erster Platz ist Eintracht Frankfurt 2021-2022. No discussion. Dann hast du aber mehr als einen wirklich Dann hast du ja die Sensation vergessen. Okay, warten wir aber, ob wir die selber auf dem Schirm haben. Noch. No discussion. Also ihr könnt da, wir wissen ja beide, wen ihr sagen. Ich werde es euch nicht spoilen. Wir wissen ja alle, was da kommt. Aber das war eine Killer-Truppe. Bitte. Also erstmal Dortmund haben wir gewürdigt. Ich finde vor allem dieses, also weil niemand hat damit gerechnet. Es war ein schöner Run, aber dass sie das Halbfinale gegen Real überstehen und dass sie vor allem dieses eine Spiel abliefern, in dem Lewandowski fucking 4 Tore macht, das war absolut historisch. Meine Eins, wir sagen einfach auf 3-2-1 den Verein, okay? Den kompletten Verein? Einfach nur den Vereinsnamen komplett, ja. Okay. 3-2-1 Bayer Leverkusen. Okay. Natürlich. Bayer Leverkusen 2000-2001. Aber ihr habt die als Underdog wirklich abgespeichert? Ja. Ja, natürlich. Konnte man gegen wen die gespielt haben? Ja, aber also, die war ja schon eine Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Gut. Also, die waren ja kein neues Gesicht in der Champions League. Die, aber ich finde, also Die haben vorher sind die nie weiter als Viertelfinale. Nee, ich weiß, aber die waren jetzt nicht so, dass die es erstmal qualifiziert haben und durchgerannt aber sind. Also, ich finde es überrascht, dass ihr sie so underdogig seht, weil. Weil hatte ich jetzt nicht im die Gruppe, die Gruppe, pass auf. Ja. Arsenal, Meister in England. Juve, Meister in der Serie A. Deportivo La Coruña, Vizemeister in Spanien. Alles in dem Jahr geworden. Derbo, Alter. Ja. Liverpool dann ist Vizemeister in der Premier League geworden. Dieses wirklich brutale 4-2, was sie da gespielt haben. Also ich habe Michael Ballack auch 2 Tore oder war es gegen United in der Runde später. Ballack hat da auf jeden Fall in dieser K.O.-Phase auch abgerissen wie ein Irrer. Der hat in jedem Turnier, was er in diesem Jahr gespielt hat, in jedem Wettkampf hat er sein Team getragen für den DFB und für Bayern und für Leverkusen. Bis ins Finale. Und nie gewonnen. Ja. Halbfinale gegen United, gegen eine Bomben-United-Mannschaft. Ja. Und dann das Finale gegen Real, wo man der riesen Außenseiter war und eigentlich die bessere Mannschaft war. Das war nur San Iker. Das war der erste große Auftritt von Iker Casillas, der es da verhext hat. Ja, bei mir auf der 1, also Eintracht Frankfurt, für mich persönlich, weil ich einfach diese Eintracht-Entwicklung gesehen habe und ich diese Mannschaft auf die. Als ich am Anfang dieser Saison auf die Mannschaft geschaut hätte, wäre das niemals eine Truppe gewesen, der ich den ganz großen Titel zutraue. Aber ihr habt natürlich recht, Leverkusen 2002 hätte ich wahrscheinlich irgendwo unterbringen können. Dortmund 97 hätten wir erwähnen müssen. Erwähnen müssen. Dortmund habe ich nur nicht gemacht, weil sie als Meister aus dem Vorjahr reinging und deswegen für mich nicht den ganzen. Also wie gesagt, ich habe das Underdog-Kriterium versucht, relativ streng auszulegen. Ja. Und deswegen für mich ähnlich, nicht dabei. Für mich ähnlich. Und ich glaube, ich habe auch noch mal nachgeguckt, wie der Run war. Die haben auch ein relativ leichtes Programm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie waren halt Meister. Also Leverkusen hat damals schon wirklich gegen absolute Football-Heritage gespielt. Ja. Also, und von Anfang an. Ja. Gruppe. Und die haben die Gruppe gewonnen, ne, gegen diese Mannschaften. Das heißt, wir haben hier zweimal Leverkusen als die beste Underdog-Geschichte des Europapokals, so roundabout letzte 20, 25 Jahre. Und du sagst Eintracht Frankfurt, was aus deiner Perspektive natürlich auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ja, ist auch die objektiv richtige Antwort. Natürlich.